Wir haben hier den Case IH230, original aus dem Spiel raus. Also ist der 230er sozusagen. Original aus dem Spiel raus. Ja, was ändert sich daran? Er ist erstens als Mod und zweitens, es hat sich wie beim New Holland ein paar Sachen geändert. Zwar hat er jetzt den Vorteil, er hat mehr Volumen zum Speichern des Weizen und so weiter. Und während den Arbeiten, also das Schneidwerk, hat eine höhere Geschwindigkeit. Sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Das war bei den anderen genauso. Aber das ist auch das Coole daran. Man kann einfach schneller arbeiten. Also es sind kleine Modifikationen, die uns das Leben erleichtern. Und ja, warum nicht? Liter sind eh gleich geblieben, 999. Im Shop schaut das Ganze so aus. Hier Erntemaschinen haben wir den hier. Der hat jetzt 29.800 und standardmäßig hat er 12.000. Also hat sich ein bisschen was getan, er kann mehr speichern. Mehr hat sich hier nicht getan. Und beim Schneidwerk ebenfalls. Das Schneidwerk hat 13,7 Meter, das hat 13,7 Meter. Das einzige, hier haben wir 14 km/h und hier haben wir 10 km/h. Also man kann ein bisschen schneller fahren. Das ist Vorteil während Arbeiten. Und wie gesagt, 4 km/h ist mehr als genug. Das macht sich schon bemerkbar. Also ich finde das cool, dass auch solche Mods rauskommen, auch wenn nur kleine Änderungen sind. Aber auf einer Seite sind mir diese Mods relativ lieb, denn die sind meistens komplett fehlerfrei, weil es ja ein Standardmod ist. Ja, das war's eigentlich. In diesem Sinne, ab aufs Feld und arbeiten. Tschüss.